Und dann nehmen Sie diese Rekruten als Ersatz für unsere Stoßtrupps an der Front. Gerade. Das ist einfach mal abgestürzt. Oder ich habe aus Versehen irgendwie den falschen Knopf gedrückt. Ich weiß es nicht. Ihre Befehle, Genosse! Marschieren. Auf jeden Fall machen wir das später. Achso, das war eine Munitionskiste, das war jetzt nicht so wichtig. Da, Genosse! Ihr müsst euch nicht drücken. Zusammen den Trupps wieder auf volle Stärke. Okay, das war das, was ich gerade lesen wollte. Jetzt hinter dem Beschuss auf unsere Position! Ein Trupp wieder auf volle Stärke, jetzt dann den mit Scharfschützen später nicht möglich. Das machen wir diesmal besser mit dem Trupp. Sie müssen die Stellung halten und verhindern, dass die Deutschen vorrücken. Suchen wir. Die Sturztrupps haben eine unschätzbare Ausrüstung und Ausbildung. Schützen Sie sie! Ja, ja, ja. Das hat ja mal ganz viel gemacht. Halten Sie die Deutschen vom Feind. Wir halten nicht durch! Wir brauchen Verstärkung! Sie müssen die Stellung halten. Okay. Und da wir ja ganz klug sind, schicken wir die Verstärkung direkt hier schon hin. Feindliche Infanterie! Was wollen Sie? Okay, warte ich noch irgendwie, das nochmal. Hurra! Hurra, hurra, die Feuerwehr ist da. Was wollen Sie? Was können die frische Rekrutentruppen machen? So, ja, das war das, genau. Okay. Denke ich gar nichts, wenn ich das mache. Das und hier, die sollen Hurra haben. Da liegt einer. Und hier soll gleich einer hin. Mir wird ja immer wieder im Laden schon gesagt, ich soll nicht entbehrlich mit dem Trupps umgehen. Guck, wie die Feiglinge abhauen! Das war lustig. Hier, Trupps sehen, war nicht gut, sonst werde ich nicht machen. Verdammt! Stukas! In Deckung! Oh, nein, wie wir wissen, Stukas sind nicht gerade so... Rekruten hier! Feindlicher Luftangriff! Auf den Weg! Idee! Unter Anordnung! Noch mehr! Hier. Sie greifen uns über die Flanke an! Jo! Wir können die Stellung nicht halten! Zurück zu den Lastern! So verteidigen vielleicht. Richten Sie Verteidigungsstellungen ein und verteidigen Sie die Vorräte! Ich versuche mein Bestes. Wir rücken aus! Oh ja, ich habe was Neues. Hier in die Mitte kam natürlich noch einer. Das ist zwar keine Flanke, aber das ist nicht so dramatisch. Warte, ich könnte einen nach vorne setzen. Was wollen Sie? Bewegung, wir werden von Infanterie beschossen! Hab ich das schon mal erwähnt? Wir kommen mit dem Großen natürlich nicht gut, weil da zwei Leute schon letzten frei sind. Ja, das ist schon das. Oh, das klingt gut. Rechts! Die Augen! Proto-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Okay, dann werden wir mal hier hingehen. Frische Einheiten auf dem Feld. Kann ich eigentlich kaum besser machen. Die Infanterie haben wir eine Lektion erteilt. Kann ich nicht besser machen. Genosse! Feindliche Infanterie! Beschuss! Was wollen Sie? Wir haben den Stand Granaten hier. Granaten. Jetzt kenne ich noch Bollers. Das ist ja mal ganz viel gebracht, hier damit den Ding. Ja, genau. Gut gemacht, Genosse Leutnant. Die Versorgungslaster rücken ab. Okay, das hat mal geklappt. Das ist sehr gut geklappt. Schützen Sie die Versorgung. Es gibt noch wichtige Kriegsgüter, die nicht rechtzeitig evakuiert werden konnten. Ja. Befehlen Sie unseren Pionieren, sie mit Sprengstoff zu versehen und zu vernichten, bevor die Deutschen uns zurückdrängen. Die Frage ist, wo sind unsere Pioniere? Wir sind bereit. Pioniertrupp! Mit einem Teil der Ausrüstung können wir die Deutschen abhalten oder die Evakuierung unterstützen. Okay, das sind auch, diese Güter dürfen den Deutschen nicht in die Hände fallen! Vernichten Sie sie! Pioniere bereit! Feindliche Truppen vernichten! Los geht's, Männer! Wir haben gesiegt! Sie brauchen Pioniere? Sprengladungen platzieren! Da brauche ich Pioniere. Entzünden? Ihr könnt uns nie
niemals alle umbringen. Wir begeben uns dorthin. Unter Beschuss von Pioniere unterwegs. Hier über die Seite, wenn schon. Was ist hiermit? Sind sie einfach? Die kann ich nicht bewegen. Pioniere, Pioniere, macht die Sprengladungen scharf! Jetzt gerade wieder ist der Ton zu laut. Ach, ich kann speichern, theoretisch. Ach Quatsch, hat er das nicht gespeichert? Die Musik kann ein bisschen leiser, die Sprache. So, es passt nicht. Können wir den Jura machen. Scheibenkleister, wie hat sich das denn jetzt gehört? Zünden, 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 da sollen dann meine Einheiten bestimmt weg. Wir ziehen in den Krieg. Hat gerade irgendwas bewegt? Der wie hier bewegt. Nein. Zack, nicht genügend Ressourcen. Wollt ihr mich verarschen? Feindliche Infanterie! Ich muss da drauf. Kontakt mit feindlicher Infanterie! Pionier, okay. Wir haben einen Mann verloren! Okay. Okay, dann muss ich die jetzt tatsächlich selbst wegziehen. Ist eigentlich auch besser. Also beziehungsweise intelligent. Nicht genug Ressourcen. Ich meine, das ist Arbeitskraft. Munition, Treibstoff. Ach so. Das habe ich noch nicht bemerkt, aber das könnte natürlich auch nicht so sein von einem typischen Strategiespiel, dass man da Ressourcen hat. Gut gemacht, Genosse. Wir haben den Deutschen den Zugriff auf unsere Vorräte verwehrt. Aber ich steige hier relativ schnell die Munition. Hier, was haben wir hier? Arbeitskraft. Genosse, die kommen mit Fahrzeugen! Was wir haben eine Überraschung für die deutschen Mistkerle. Aber unsere Truppen! Das was 20, ne? Keine Zeit mehr! Sprengladungen zünden! Sprengladungen zünden! Meine Güte, hab ich viel. So! Was war das denn? Das wird sie zunächst aufhalten. Aber so schnell geben sie nicht auf. Die Stadt mag den Deutschen in die Hände fallen, aber sie werden nur schwellende Ruinen vorfinden. Schwellende? Zugdepot zurückziehen! Flammenwerfer für Pioniere requirieren! Okay, wir werden die Stadt niederbrennen. Ach warte, das haben doch schon mal welche gemacht hier. Die Deutschen auch, als sie sich zurückgezogen haben. Unser Hauptquartier ist immer noch einsatzbereit. Fordern Sie damit weitere Rekruten und Pioniere an. Genosse! Könnt ihr eigentlich machen. Wird noch ganz nützlich werden. Da sollten sie doch auch irgendwie die Deutschen ganz viele... Wenn das denn jetzt eigentlich verteidigt, dann... Wenn das doch eh jetzt wieder... Also, you know what I mean? Wenn es doch jetzt eh wieder weg ist... Nein, die Deutschen haben doch irgendwie den Befehl erhalten. Ich weiß nicht, wie ihr wisst. Auf dem Rückzug alles zu zerstören. Ich will diese Scheiße etwas sprengen? Ja, alles zu zerstören. Damit die sollen wir etwas bauen, aufnehmen. Mehr auffinden könnten. Ich könnte auch mal Gebäude kaufen. Wie befehlen Sie Ihren Männern, die Häuser in Brand zu setzen? Das ist ein Stoß. Sobald das erledigt ist, sollen Sie die umliegenden Felder abfackeln. Dann halt in den Weg Felder. Hinterlassen Sie den Deutschen nichts. Okay. Flammenwerfer-Trupp hier. Okay. Das mache ich dann aber mit. Jawohl. Nee, den wir auch nicht. Wir sind die Schussweite des Feindes. Okay, aber die Pioniere sind da hier, genau. Sind unterwegs. Und die anderen... Sie brauchen Pioniere? Hier sind keine Feiglinge. Na. Sollen wir etwas sprengen? Sollen hier hin. Los! So war das, was ich haben Genosse. Wollte. Die sollen hier hin. Wir haben einen sind das unsere? Das sind unsere. Okay. Was sind die mit den Flammenwerfern? Hier Sie ist brauchen ein Pioniere? Oder? So, Faust und Niederbrenner. Okay. Wann die dann hier? Ich bin doch irgendwie mal mit Feuer. Flammen. Ich bin enttäuscht. Kampfpioniere, verbrennt sie! Naja, das war ziemlich blöd. Was wollen die denn eigentlich auch so? Aber ich habe da trotzdem ja einen Verteidigungstrupp. Das ist schon mal Zivilisten. Zusätzlich hier können dann Hauptquartier angefordert werden. Ja, okay. Front
Den hier. Kann ich eigentlich hier schicken, weil ich hab hier doch nichts, ne? So wie es aussieht. Feindliche Streitkräfte versuchen unser Territorium zu erobern. Sie können diesen Trupp bei mir im Hauptquartier verstärken. Okay. Versuche ich das mal. Wo sind denn hier die... Sind die Einzelnen? Und sollen aber dann ein bisschen mehr... Warte, nein. Ach, ich hab die Idee. Ah, das ist der einzige Trupp, hab ich das Gefühl, der das hat. Oder wie? Wie will der soll den auslöschen? Und der soll... Den auslöschen. Damit ich... Hey. Granaten. Kacke. Es, die Granaten haben echt nicht zu lange Zeit. Das ist ein Baum gefallen. War hier nicht. Da. Und die sollen doch hier. Da müssen die aber weiter vorne sein. Beeilung! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Ja, okay. Dann geht halt näher ran. Ziel Robert. Okay. Wir sind bereit! Hä? Was? Ich hab das doch gerade. Also. Kampf, Pioniere! Verbrennt sie! Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Sollten die nicht das inkriegen? Wir sind unterwegs, wir haben einen feindlichen Trupp erledigt. Dann kann ich die hier hinsetzen. Das brennt alles. Ist schön und gut. Verbrennen sie das Haus noch, ja. Pioniertrupp, Flammenwerfer wird eingesetzt. Schießt direkt davor. Die Deutschen rücken über die Felder vor! Genosse Leutnant, Felder abfackeln, bevor der Feind vorstößt! Wir haben die Felder mit Benzin besprüht! Sei vorsichtig, Genosse! Wo sind die Felder? Ich, Beeilung! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Ich mach das mal mit einem größeren... Der Feind hat uns gefunden! Nein, warte. Bisschen muss immer hier bleiben. Und so kann ich das relativ schnell machen. Also das muss alles weg. Jetzt hellig, oder? Dann kann ich jetzt den Megatrupp hier hinsenden. Ein Pioniertrupp, oh ja, okay. Geht das alles hier ganz gut? Das geht alles ganz gut. Bereit. Rücken ab. Die stehen hier immer noch zur Verteidigung. Zwei Leute. Egal. Ein bisschen, wenn die Ziele aufhalten, dass sie die hier nicht kaputt machen. Unsere Streitkräfte sind noch auf den Feldern. Ja. Die Deutschen dürfen nicht vorrücken. Zündet die Felder an. Sofort. Aber unsere Streitkräfte... Beeilung! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Okay, schnell. Jetzt. Gute Arbeit, Genosse. Die Deutschen werden es bedauern, jemals hier gewesen zu sein. Ach du Scheiße. Warum 5 Bilder pro Sekunde? Na, sag's mir doch einmal einer. Warte, speichern. Bitte weiter. Warten. Sie haben die Deutschen gut abgewehrt. Aber wir brauchen noch mehr Zeit. Die Deutschen wollen mit gepanzerten Fahrzeugen durch die Stadt vorstoßen. Platzieren Sie Minen und Sprengladungen an den Straßen, um den Vorstoß aufzuhalten. Okay, dann mache ich das hier. So viel brauchen wir nämlich nicht. Pioniere können Antifahrzeugminen legen. Was haben Sie für uns? Ich habe für euch Antifahrzeugminen. Kontakt mit feindlicher Infanterie! Natürlich bereit zum Bauen und zum Zerstören! Entdeckung! Ich soll das hier hinsetzen, glaube ich. Minen reichen nicht, wenn ihre Fahrzeuge durchbrechen. Wir könnten diese T-34 nehmen, um... Negativ. Die Besitztümer werden woanders benötigt. Kommen Sie so zurecht. Ist der Pioniertrupp mit natürlich nicht. Was wollen Sie? Warte, ich lasse den mal hier. Abrücken. Nein, nicht den Pioniertrupp. Rekrut abrücken! Süßchen. Hier muss ich verteidigen, gerade die verteidigen. Feindliche Infanterie! Bereit zum Bauen! In Ordnung! Wir rücken dorthin vor! Hier habe ich doch Minen, ne? Hier habe ich Minen. Kontakt mit dem Feind, Genosse! Tellermine. Überrascht den Feind! Legt ein paar Minen am Leben! Kann von Infanterie eigentlich gut, um Flanken aufzubauen. Ihr zackig! Alle Minen bereit! Gezielter Beschuss! Schnell, Genosse! Verminen Sie die Straßen! Okay,
Okay, ich beeile mich ja schon. Wo waren das denn? Kampfpioniere! Feldverteidigung? Minen. So. Pioniere! Vermint die Straße! Okay. Schieß zurück, Genossen! Herstellt das! Hab ich das gemacht? Das Bau hier muss jetzt noch hier. Trupp einsatzbereit. Ein bisschen weiter nach dem Bau abgeschlossen. Das war das, was mir gefehlt hat. Pioniertrupp! Sofort los! Ich hab eine Idee. Na klasse. Hier muss da. Beschützt den Bereich mit Stacheldraht! Stellungswechsel! Warum? Weil dann habe ich hier eine Flanke. Natürlich habe ich hier keine Flanke. Weil. Wie viel verbraucht denn das? Achso, nee, ist alles scheiße. Sie brauchen Pioniere. Ich kann hier nicht durch, habe ich eine Flanke weniger. Gut, die kann auch hier durch. Bereit, dem Feind das Fleisch vom Leib zu reißen. Na okay, das ist nett. Das ist eine Verteidigung aufstellen, 6 Sekunden, ja okay. Wir sind unterwegs. Stoßdruck hier! Nee. Sollen wir denn Sie Ihre Waffen bereit, Genossen? Und denken Sie dran, das Zugdepot muss um jeden Preis beschützt werden. Okay. Stacheldraht da, unterwegs! Sieht auch ganz gut aus, wie das bisher ist. Halten Sie die Deutschen ab, das Zugdepot. Die Feuer auf uns! Sichern. Der rote Armee! Ach, Scheiße! Mist! Spähwagen im Anrollen! Legt mehr Minen auf die Straßen, es kommen mit Sicherheit noch mehr deutsche Fahrzeuge! Ich weiß. Aber ich habe ja auch nur begrenzt Munition. Ihre Befehle, Genosse, fertig. Eigentlich. Pioniere einsatzbereit. Also die Hauptstraße ist das Schlimmste natürlich. So, Minen sind hier das Hauptproblem, denke ich doch. Bereit, Pioniertrupp. Überraschung ist oftmals die beste Waffe. Legt ein paar Minen und drück an Beugen. Minen gelegt. Es ist hier noch ein Pioniertrupp. Die deutschen Schweine versuchen uns umzubringen. Pioniere nicht unterwegs. Können die ja noch hier. Das muss schon gestern fertig werden. Die müssen hier weiter. Wir sind unterwegs. Die machen hier das Wort. Feinen Trägerin. Teilumine 34. Alle Minen bereit. Wieso ist hier kein Pioniertrupp? Wir werden von Infanterie beschossen. Wir sind schon unterwegs. Ich könnte. Nein, das werden sie nicht machen. Genosse, Trupp weiter nach vorne. Bisschen größer. Bereit zum. Wir bleiben nicht hier. Die können über die rechte Seite nicht rein. Hurra! Und der Pioniertrupp hier. Und bauen wir. Weiter vorrücken zum Angriff. Wir müssen einen Rückzug getestet. Schneller. Wir sind unterwegs. Kalkettenfahrzeug, Hauptstraße. Ja. Wir kämpfen für uns. So, Pioniere, Bewegung! Wir brauchen Stacheldraht! Damit ich... Diese Waffen, damit ich... Oh, scheiße. Noch mehr, bitte, noch mehr. Was ich sagen wollte... Ihr könnt doch nicht schießen, Jochen, Spähwagen im Anrollen! Wir begeben uns dorthin. Damit die hier nämlich nicht mehr in der Infanterie. Sie brauchen Pioniere, Ihr Befehl? Deutscher Spähwagen, Beststraße! Der gerade. Nein, der nicht. Okay. Oh, was ist das? Nein. Hier. Perfekt. Hält sich gut an. Feindliche Infanterie ist bereit. Hier können Fahrzeuge nicht durch, ne? Wir bleiben nicht hier. Dann versuchen wir mal hier Stacheldraht zu legen. Ist ein großer. Also dieser hier. Guck mal, hier können die zumindest. Ist hier neun Waterminen. Infanterie schießt auf uns, Pioniere! Aber hier brauche ich unbedingt Minen. Ich rede hier so random Zeugs, ne? Das ist, tut mir leid, aber. Das ist halt. Ist halt. Scheiße. Nach hinten. Wow. Hintere Verteidigungslinie aufbauen, würde ich sagen. Was ist das? Scheiße. Wir haben eine neue Einheit. Hintere Verteidigungslinie und reorganisieren. Bereit zum Bauen und zum Zerstören. Wir werden uns erstmal den hier. Wir werden angegriffen. So, erledigt sie mal verteilt. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Ne, das bringt mir nichts. Ich
brauche mehr Pioniere. Sie brauchen Pioniere? Ja, nein, wir haben Einsatz, mehr Geschossen! Wir können hier nicht... Die Trupps sind eingetroffen. Okay, okay. Scheiße. Nee. Sowas brauche ich. Nein. Sowas. Nein. Sowas. Nein. Wir werden von Infanterie beschossen. Nein. Ich umstoß. Erwarten Befehle. Bereit. Wow, eine Anti-Person. Funktioniert natürlich super schnell alleine. Das ist hier alles so optimal, wie das hier gestaltet ist. Wir sind fast erledigt. Wir rücken mit dem letzten Panzer raus. Okay, okay. Ich habe kein Pionier mehr. Oder? Das ist hier richtig scheiße, ist das richtig. Tempo. Das muss ich zurückerobern. Das ist meine letzte Bastion. Was soll ich tun? Wie lange muss ich die Deutschen davon abhalten? Wie lange, wie viel kriegen die denn? Sollte nicht durchbeißen. Scheiße, die letzte Verteidigungsbastion. Klasse. Noch mehr. Okay. Das ist also knapp. Der Wagen ist weg, das ist gut. Geht man hier weiter in Deckung in den Design. Ganz gut, ich habe aber trotzdem noch keinen Pionier-Truppen. Was ist das? Das ist schon ziemlich blöd. Aber der Feind will sie zurückerobern. Hier ist ein Stacheldraht, okay. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Gut. Immer so vorne her damit. Können die sich nicht hier mit denen? Dann können. Da, Genosse! Die sich rekombinieren. Das ist hier wie rekombinante DNA. Vorzeitiges Ende ereilt hat. Was muss ich hier tun? Hab ich's geschafft? Was habe ich hier? Feuerüberlegenheit. Frontowiki-Rekruten einsatzbereit. Polizei ist am Meer. Frontowiki-Trupps sind eingetroffen. Was muss ich tun? Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Fordern Sie beim Hauptquartier Unterstützung an. Wie mache ich das? Genosse, Sie haben Panzer. Wir können Sie nicht aufhalten. Aha, okay. Mehr können Sie nicht tun. Zur Brücke zurückziehen. Jetzt heißt es zurückziehen. Das ist ohne Tod. Ach du Scheiße, ich bin bei 36. Naja, egal. Alles zurückziehen, alles zurückziehen. Ich kann hier nichts mehr gebrauchen. Raus hier! Alles zurück. Unterwegs! Der Feind hat noch einen Infanterietrupp getötet. Ja. Unter Beschuss! Bereit! Das ist ein Elite-Trupp. Auf dem Weg! Der Feind hat angegriffen! Lauft! Hab's geschafft. Oh mein Gott. Einsatz ausgeführt. Ja, das hätten wir geschafft. Ich wäre auch geschafft. Die Mission war mal so richtig gut, fand ich. Also da konnte man das Mikromanagement, diese Pioniere, hammermäßig anwenden. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Die wurde ein bisschen länger. Macht nichts. Und dann bis dahin. Tschüss. Ja, erschöpft. Kommen wir auch in den Endscreen rein.
Das haben wir in dieser Folge erlebt. Wir haben in der Folge den harten Abwehrkampf die ganze Zeit erlebt, was mich aber gefreut hat, weil wir da ja, wie gesagt, halt das Mikromanagement, das war überragend, wie wir das erfüllen konnten. Und dann haben wir es auch noch mit Panzern zu tun und hatten zum Glück Haubitzen. Und am Ende haben wir auch noch die Nützlichkeit von Pionieren gesehen und die Zaunumstellung, alles in der Folge. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.